Hallo und herzlich willkommen zum 13. Türchen. Und heute habe ich was ganz, ganz Besonderes für euch. Da habe ich lange drauf gewartet. Das hier, das ist das Besondere heute. Und wenn ihr euch fragt, nanu, was ist denn daran so besonders? Dann muss ich weit ausholen. Wir gehen zurück ins Jahr 2015. Im Februar 2015, glaube ich, war es, da habe ich bei einem Kickstarter-Projekt mitgemacht. Und dieses Kickstarter-Projekt hörte auf den schönen Namen Pencil Dice. Pencil Dice, nun, was soll das sein? Ganz einfach, es ist eine, ja, es war ein Projekt, wo man Bleistifte in Würfel verwandeln wollte. Ihr seht schon, hier sind so Pünktchen auf der Seite drauf. Und wie ihr wisst, ist so ein Bleistift ja für gewöhnlich sechseckig im Durchschnitt. Das heißt, wir haben hier quasi einen Kickstarter gehabt, mit dem man sich Würfel in Form von Bleistiften machen lassen konnte. Ich habe damals mitgemacht. Ich habe die 5 Dollar hier genommen. Ich meine, eigentlich hätte die 10 Dollar genommen, aber ist egal. In jedem Fall habe ich da damals irgendwie Geld drauf geworfen und dann fing die Wartezeit an. Springen wir jetzt 8 Jahre weiter. Ich habe meine Pencil Dice immer noch nicht bekommen. Dieses Projekt hat damals 38.000 Euro eingespielt. Der gute Herr hat aber nie alle Bleistifte rausgeschickt. Angeblich sind ein paar rausgegangen, aber viele Leute sind seitdem immer noch ziemlich sauer auf ihn. Also 8 Jahre lang keine Bleistifte gekriegt, aber mittlerweile schreiben wir das Jahr 2023, fast 24, und ich habe einen Lasercutter. Und somit habe ich dann natürlich mir mal selbst ein paar Bleistifte jetzt hier gelasert. Und ihr seht schon, ich habe meinen Schriftzug drauf gelasert. 4 Helden und ein Schelm. Und ihr seht davor schwarze Augen. Und zwar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ich habe mal die hier direkt nebeneinander hingepackt. Man hätte jetzt natürlich auch sagen können, gegenüberliegende Seiten müssen sich zu 7 addieren oder so. Nein, brauchte ich jetzt hier nicht. Ich habe das jetzt mal so gemacht. Dann kann man das auch schön zeigen. Ja, und wie rollen die Dinger jetzt? Das können wir uns mal gerne hier am Praxisbeispiel angucken. 1, 2, 3. Bäm, eine 1 gewürfelt. Ein Auge, das ist zu wenig. Was haben wir jetzt? 5 Augen, das geht doch schon besser. Also, ganz unproblematisch. Die rollen tatsächlich schön und ja, mein Gott, es sind halt Bleistifte, nichts Überraschendes. Ich habe für diese Packung mit 8 Holzbleistiften irgendwie 1 Euro oder 2 Euro gezahlt, keine Ahnung. In jedem Fall, die Dinger kosten nichts. Und ich habe sie natürlich versucht zu lasern. Das hat beim ersten Versuch nicht geklappt, wie ihr seht da oben. Das kann man nicht so richtig gut entziffern. Also da habe ich zu viel Power drauf gegeben. Wenn ihr das selber mal versucht, ich habe jetzt, glaube ich, 80 mm pro Sekunde bei 50% Leistung auf meinem 10 Watt Elegoo Factor verwendet, um das zu lasern. So, jetzt die Frage, wie kommen denn alle Leute an solche Stifte, die keinen Lasercutter haben? Ja, es müssen ja gar nicht so schöne schwarze Augen da drauf sein. Es können ja auch einfach schwarze Punkte sein. Nehmt euch ein Edding, macht da ein paar Punkte drauf und schon habt ihr einen neuen Würfel an eurem Tisch, womit ihr zumindest eure Schadenspunkte oder sonst was einigermaßen schön würfeln könnt. Ob das jetzt ein schönes Weihnachtsgeschenk ist, ein paar Bleistifte, weiß ich nicht. Aber in jedem Fall ist das was, was nicht jeder an seinem Tisch hat, an seinem Spieltisch hat. Und ich habe lange darauf gewartet. Ich bin sehr froh, dass es sie jetzt gibt, die schelmischen Würfelbleistifte. Das war mein Tipp für heute und morgen geht es weiter mit dem nächsten Türchen.